Boxen ist im südafrikanischen Sambia Volkssport. Allein in der Hauptstadt Lusaka leben hunderte professionelle Kämpfer und ein paar Dutzend Kämpferinnen. Besonders in den ärmeren Vierteln ist Boxen populär. Mit $1 bis $2 am Tag muss über die Hälfte der Menschen hier auskommen. Viele junge Männer und seit ein paar Jahren auch Frauen versuchen, mit einer Karriere im Ring der Armut zu entfliehen. Für die Boxerinnen bedeutet der Sport auch den Bruch mit der traditionellen Frauenrolle, die von den vielen erzkonservativen evangelikalen Kirchen mitgeprägt wird. Die Mehrheit der Mädchen im streng patriarchalischen Sambia bricht die Schule ab und heiratet vor dem 18. Geburtstag. Seit 5 Jahren trainiert Margaret im Exodus, einem der bekanntesten der 16 Boxclubs Lusakas. Aus dieser Halle ist schon Weltmeisterin Esther Peary hervorgegangen. Von Esther Pearys Erfolgsgeschichte angetrieben, kämpfen hier ein Dutzend Boxerinnen jeden Tag, neben dreimal so vielen Männern, für ihren Traum von einer besseren Zukunft. Sie sind Schülerinnen, aber häufiger Schulabbrecherinnen wie Margaret oder Gelegenheitsarbeiterinnen. Die Boxerinnen bezahlen nichts für das Training, verdienen aber auch nichts, solange sie in der Amateurliga kämpfen. Erst als professionelle Boxerinnen nehmen sie dann bei einem Sieg Preisgeld ein. Meist 500, mit Glück bis zu 5000 US-Dollar. Doch Profikämpfe sind selten. Durch die Boxerinnen entsteht mehr und mehr ein neues Frauenvorbild, besonders für die junge Generation in den ärmeren Vierteln von Lusaka. Boxen bedeutet für mich auch Freiheit. Ich kann mich selbst verteidigen, bin stark und brauche keinen Mann, der mich beschützt. Ich bin unabhängig. Vor allem aber gibt mir der Kampfsport Sicherheit. Das Gefühl, etwas Eigenes in meinem Leben zu haben und nicht auf einen Mann angewiesen zu sein. Das Gefühl, auch Nein sagen zu können. Wenn Männer hören, dass ich boxe, sind sie verstört. Von einer Boxerin erwarten sie, dass sie hässlich und unweiblich ist. Und wenn sie dann meine Muskeln sehen, halten sie mich für eine Mannfrau. Und sie sagen, dass Männer keine Boxerinnen heiraten wollen. Denn das wäre, als würden sie einen Kerl zur Ehefrau nehmen. Männer verlangen von uns Frauen die volle Aufmerksamkeit und lassen so etwas wie Boxtraining nicht zu. Tun wir es trotzdem, gehen sie oft fremd. Mit der Rechtfertigung, du würdest ja nur an deine Boxkarriere denken. Ich boxe nicht einfach aus Spaß. Ich muss es auch tun, weil meine Mutter mich braucht. Deshalb jeden Tag Training, 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 Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich spüre diesen inneren Druck, für sie zu sorgen. Manchmal frage ich mich, was passiert, wenn mein Traum, Boxmeisterin zu werden, auf einmal platzt. Es ist, als würde ich in einer Luftblase leben und mir etwas vormachen. Im Evergreen-Boxstall ähneln sich die Ängste und auch die Träume. Ich träume davon, dass mich in Zukunft niemand mehr das hässliche, schmutzige Boygirl nennt. Denn wer Talent zeigt, wird respektiert. Ich musste die Schule abbrechen, weil kein Geld mehr da war. Danach wusste ich eine Zeit lang nicht, was ich im Leben überhaupt anfangen sollte. Erst hier habe ich mich von all dem befreit. Das Boxen hat mein Leben umgekrempelt und ich habe mich selbst wiedergefunden. Mit 16 Jahren ist Melody Muluba schon eine vielversprechende Fliegengewichtboxerin. Jeden Morgen laufe ich 1,5 Stunden zum Training und abends 1,5 Stunden zurück nach Hause. Ich habe kein Geld für ein Busticket.
Die Beine tun mir jedes Mal weh. Und irgendwann schmerzt der ganze Körper. Aber ich muss weiterlaufen, wenn ich es zu etwas bringen will. Am westlichen Rand von Lusaka, Training fern vom Alltag für die Exodus-Boxerinnen. Wie immer vor einem wichtigen Kampf. Auch für Melody, die letzte Trainingsrunde vor dem Kampf. Jeden Tag habe ich trainiert. Nun beherrsche ich auch den Gegenangriff aufwärts und selbst Kinnhaken. Melody, du bist doch stark und wirst nicht wieder gegen Margaret verlieren. Alle Boxerinnen vom Evergreen wollen gegen mich kämpfen, weil ein Sieg ihren Namen groß machen würde. Ich habe Maggie geschlagen. Melody mag starke Muskeln haben, doch ich habe schon meine Taktik klar im Kopf. Ich werde einen Schlag vortäuschen, damit sie automatisch zurückschlägt und ich sie dann gezielt treffen kann. Zur Überraschung aller, 5:0 für Melody. Margarets Traum vom Aufstieg in die Profiliga rückt in die Ferne. Die jüngere, unerfahrene Fliegengewichtboxerin hat den Kampf beherrscht und mehr Treffer gelandet.